Ja, willkommen zu einer neuen Folge Mist Survival. Ja, und soweit ich das richtig in Erinnerung hatte, wollte ich ja eigentlich in dieser Folge wieder mal in die Mine, weil wir brauchen ja wieder Zeugs. So, jetzt ist die Frage, warum ruckelt das so? Ich hoffe, das gibt's. So, und dann ist das Problem, dass meine Spitzhacke fast hinüber ist. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob es mir irgendwie möglich ist, noch Zeugs dafür herzustellen. Weil ich glaube, das sieht dann immer so rosig aus. Ah, das kostet das Teure. Ja, das brauchen wir für die Spitzhacke. 8 normale Metallbahnen, das habe ich bestimmt nicht. Ach, da steht mir irgendwann weg, kommt der NPC. Hat sich nichts geändert, also, ja, was habe ich noch da? Ne, ist nicht dein Ernst. Genau, 2 fehlen. Ja, da können wir höchstens mal probieren. Ob ich hier noch ein bisschen Sprit zusammenkratze. Ansonsten muss es heute gehen. Mit dem auskommen, was wir haben, weil das habe ich schon mal versäumt. Ich hoffe, hier kommt was Gescheites an Metall raus, aber ich glaube es eher nicht. Zwei Sprit, daraus kriegen wir nicht mal einen Baum selber. Einen einzigen, dazu bräuchte ich nochmal zwei Sprit. Wo kriege ich jetzt noch auf die Schnelle zwei Sprit her? Schmeiß ich mal hier rein. Vielleicht in der Ecke noch was. Eine Wand anlegen. Ja, schon, das bleibt wieder ziemlich gut. Und war nicht so ein bisschen gut. Kann ich das vielleicht auch zu viel Säge verlegen? Nee. Da hatte ich aber auch schon mal Säge genügend, das ist das Problem. Stress da drin. Haben wir ein Problem. Dann muss ich wohl damit auskommen. Aber ich würde mir noch mal hier was zu essen einpacken. Was zu trinken habe ich? Trinken muss ich immer. Ist das Zeug denn schon reif? Natürlich nicht. Aber habe ich gegessen, dann trinke ich mal was. Hunger geht ja noch. Ja, dann müssen wir halt ohne Spitzhacke. Oh, der Typ, der steht schon wieder im Weg. Der hält mich nur auf, der Typ. Geh doch mal zur Seite. Komm, abhauen. Andere Richtung. Wenn ich den jetzt rauslasse, springt er mir wieder irgendwo rum. Okay, doch. So, okay. Trinken haben wir 17% hätte ich bloß noch. Ist nicht mehr so die, ist nicht mehr die Welt, ist nicht mehr die Welt.
Wo was da ist. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht ein bisschen Zeit zusammen. Ganz großes Glück haben, finden wir noch irgendwo was, was wir abbauen können. Aber stolz hin, wir sind ja fast durch. Weil das ist mir ehrlich gesagt zu teuer, um aus den teuren Metallbahn zu bauen. Und dann sehen können, das hätten wir irgendwie nicht mehr geräumt. Uiuiui, das war knapp, das war knapp. Warte mal. Stopp, da ist was. Nachdem das mit der Tasche ja nicht funktioniert hat, wollte ich ja das nochmal probieren. Was passiert denn jetzt, wenn ich die Tür zumache und losfahre? Ah, da. Okay, also klappt das nicht mit den Kochern. Schade. Dann gebe ich es mir endgültig auf. Ich werfe die Kochern aus. Warte mal, hier hinten gab es jetzt Leute noch Elektrobrüstung und so ein Zeug. Ach, guck ein, wer da schon wieder lauert. Zum Thema Sprit füllen, okay, das klappt also nicht. Das sind ja alle abbaubar. Na, dann müssen wir bloß hier rauskommen. Das nützt ja nun nichts. Nicht mehr alle nicht weiter. So, jetzt schön langsam. Das war immer gefährlich hier. Ein Dreh raus und warten für uns bitte. Also, 31.000 klappt jetzt nicht ganz. So, wir nehmen mal was zu essen, was zu trinken mit. Die Axt reicht noch. Licht.
Oh, das ist nur ein Respawn. Wo ist denn das hier? Ach, hier. Kupfer mit seinem Filter brauchen wir. Der ging ja nicht. Problem ist, dass ich die Axt trotzdem noch mit dir hatte. Wir sehen wieder richtig viel. Ist, dass man das nicht sehen kann, was das für Zeug ist. Gold ist auch sowas, was wir nicht brauchen. Das sieht gut aus. So, jetzt muss ich mal gezielt vorgehen. Hier scheint Kupfer drin zu sein. Kohle wäre nicht schlecht. Kohle haben wir ja. Jetzt doch mal so ein Ding reinziehen. Zink. Na, Zink brauchen wir auch. Das ist ja für die, wir brauchen halt Patronenhülsen. Was ist das hier? Ich geh erstmal das da holen, das ist besser. Okay, haben wir auch. Was ist das? Das wird beim Glück haben, soll Leder sein. Ja, sehr schön. Kann sein, dass es 30 Stunden rumnebelt. Ich habe so ein leichtes Hintergrundgeräusch. Ist wirklich unterschiedlich, was das Board. Ah, kann man noch was trinken, dass wir ein bisschen was da regenerieren? Das ist der Gold hier, oder? Da ist wohl Gold. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es Gold ist. Dann nehmen wir das, oder? Das ist ein anderes Zeug. Nehmen wir mal lieber das mit. Reicht noch nicht zum Trinken. Ja, aber die Hacke, die reicht.
Erstaunlicherweise noch genannt. Es ist Nebel. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber wir hatten doch erst Nebel. Aufpassen, dass er doch mal irgendwer kommt. Also richtig traue ich den Frieden nicht. Das Gold. Das ist das, was ich nur gar nicht brauche. Zumindest habe ich noch keine Verwendung dafür gefunden. Wenn ich mir das vorstellen kann, ist für die Elektronik. Ach, da ging ja wieder eine. Der generiert, guck ich mal, das ist eng. Da ging ne. Bin man doch lieber einen Ballermann ausgerüstet. Einen sogenannten Meinungsverstärker oder auch Engelmacher genannt. Das ist lieber was Normales. Das Fies muss ich auch noch irgendwann machen, aber das mache ich erst, wenn ich hier mal lohnt sich, das ist mit der Mine, dass die Ausbeute ist relativ ja, gering. Allerdings auch realistisch. Na gut, fahren wir mal wieder zurück. Hast was vergessen? Hier hinten war ich ja, okay. Ich gehe trotzdem nochmal gucken. Innernebel, komm eh aus dem Loch raus momentan. Wie hat schon alles mitgenommen, okay. Ich werde dann mal speichern. Das wäre eine glorreiche Idee.
nicht mehr. Ja, ich werde mal speichern. Besser ist das. So, was sagt denn das Getränk? Könnte man sich mal was reinschütten? Ein bisschen Ausdauer kriegen? Quiz vor, ob der Nebel jetzt rum ist. Aber sieht so aus. Wo immer noch das Geräusch da ist. Was würde das? Der ging nicht. Ja, es könnte kein Nebel sein. War ja nicht mehr genau. Na, da haben wir das doch erstaunlicherweise ganz gut über die Bühne gekriegt. Ja, okay. Ich muss das nochmal speichern, wenn ich so raus bin. So, wir waren hier überall schon, das ist das Problem. Ich kann ja mal vorsichtshalber irren, aber hier war es definitiv schon. Hier war es schon. Blumen fahre ich jetzt nicht. Weil ich schon weggesammelt. Das ist erschlich. Ja, dann Munition bei, dann werden wir wohl mal. Wir können uns die Stadt nicht sehen. Das Problem, dass ich noch zu viel Zeit zahlen muss. Ich guck nochmal hier in meiner alten Anfangshütte, vielleicht habe ich schon was vergessen. Manchmal ist es ja komisch. Nee? Dann machen wir keinen Sprung. Ja, das kann ich schon verspreuen. Ja, so war meine Starthütte ja. Da hatte ich ja schon ein bisschen was eingebaut. Na gut, die können wir. Vom Notfall aufheben. Andererseits sind Passen die mal wieder. So, dass man die Werkbank nicht verlöschen kann. Hier war ich einfach auch zu gründlich mit dem Sammeln. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr erfolgreich waren.
War ich eigentlich hier unten in dem semi-verseuchten Ding schon im Haus? Und das hatte ich dann nicht mehr gemacht. Das werden wir gleich rausfinden. Hier war es definitiv schon, wie das hier aussieht. Drin war auch schon. Oh, hier habe ich auch was. Na, gucken wir mal vorsichtshalber doch nochmal rein. Guck, ich habe wirklich was übersehen. Ja, manchmal müssen wir ein bisschen Glück haben, ne? Und dann werde ich das dann bestimmt definitiv in so eine neue Spitzhacke investieren, wenn wir genug Spaß zusammenkriegen noch. Und hier irgendwo Zimmer machen. Die Elektronik habe ich schon mitgenommen letztens. Brauchen wir ja eigentlich irgendwie wirklich. Das habe ich scheinbar hier gelassen. In dem Ding fahren doch Zombies. Kapazität war ja begrenzt anfangs. Ich muss alles mitkriegen. Gegen Zombies? Wollen wir das Telefon scheinbar, aber. Guck, ich hab schon was übersehen. Nicht vielleicht. Nee, da geht nichts zu zerlegen, schade. Letzten Rest zusammengefasst. Der war definitiv, das weiß ich. Der Vorschlag gegen Mast wäre ich vor allem. Ich bin in der Weltgeschichte ungefähr und dort auf die Straße. Was machen wir für die Welt? Wir sind Bären, brauchen wir nicht. Und die Siege. Das ist eine schöne Zeit. Ja, so gut. Alles weggelötet. Kann ich vielleicht so einen Container abbauen? Nee, okay. Hier ist ein Spot. Ey, wir haben Glück, wir haben so ein Glück. Das ist respawn scheinbar. So, ja, da werden wir uns mal in der nächsten Folge wieder darauf vorbereiten, dann mal die Stadt zum Angriff zu nehmen. Und diesmal werde ich mir noch einen Schlafsack haben, weil ich habe das nämlich verhauen gehabt. Ich dachte ja, dass ich das in diesem Spielstand hätte, das war aber im eigenen Spielstand, wo ich ihn gefunden habe. Jetzt gucke ich vorsichtshalber, aber auch nochmal hier.
eigentlich nicht brauchen. Wenn ich die jetzt zerlegen kann. Nee. Ob hier vielleicht was respawned ist. Hier ein Haus. Weil. Nee, das ist nicht respawned. Manchmal ist es ja blöder. So, hier steht mal der Körper schon ein bisschen länger. Jetzt nicht mehr, okay. Gott, die Bergbahn kennt ihr hier unten, wo auch schon drin. Präventiv, da hab ich ja schon mal geguckt. So, bauen wir jetzt nach Hause. Und. Vorbereiten für die Stadt, die wir gefunden haben in der Endfolge, die größere. Die alte Art habe ich auch schon nicht gepasst. Hier wird die Spuren. Ach, guck an, du kommst aber ganz schön nah in die Base rein seit neuestem. Das bin ja auch schon so auf gar nicht. An die Base dran. Aber da guckst du noch. So, jetzt brauchen wir die Hütte noch ein. Können schon, wir stehen ja schon optimal. So, Licht ist aus. Hier sitzt die Alte drin. Noch ganz gut. Das nehmen wir raus. Feststangen bräuchten wir vielleicht auch noch hinein. Ist die Frage, was baut man jetzt als nächstes? Auf jeden Fall stellst du das erstmal in den Kladatsch ein. Den Schrott hebe ich mal ab. Das ist Sulfur, Zink. Ach, Messing. Zwei Messing. Ja, liebe Leute, das soll es auch mit der Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.